Auftakt für einen der wohl letzten großen NS-Kriegsverbrecherprozesse. Und dieser Mann im Rollstuhl ist der Angeklagte. John Demjanjuk ist inzwischen 89 Jahre alt. Der Anblick erregt Mitleid. Doch die meisten Zuhörer im Landgericht München II sehen in Demjanjuk nicht einen kranken Senior, sondern einen der Handlanger des Holocaust. Im deutschen Vernichtungslager Sobibor in Polen soll der gebürtige Ukrainer Demjanjuk an der Ermordung von 27.900 Juden beteiligt gewesen sein, als KZ-Wächter. Angehörige der Opfer können im Verfahren gegen ihn als Nebenkläger auftreten. Robert Cohn hat Auschwitz überlebt. Die Eltern und der Bruder des 83-Jährigen starben in Sobibor. Ich bin positiv. Ich glaube, ich werde verurteilt. Und ich glaube, dass es für Deutschland, verstehen Sie, eine sehr wichtige Sache ist. Weil in vergangener Zeit die Strafe für die Leute wie Demjanjuk sehr leicht gewesen sind. Sehr, sehr leicht. Und das ist das letzte Hauptprozess, was stattfindet. Und wenn Deutschland ein Rechtsstaat will sein, in Zukunft, wie andere demokratische westliche Staaten, dann muss jetzt er verurteilt werden mit einer normalen Strafe, rechtfertige Strafe. Eine gerechte Strafe, das heißt für Robert Cohn lebenslang. Auch andere Nebenkläger hoffen, dass Demjanjuk seine Strafe bekommt, in Deutschland oder auch nach seinem Tod. Er ist ein von den Wegmännern. Die Wegmänner waren alle Mörder. Und er wird heute berichtet und da wird ein Urteil gemacht. Ich glaube, seine gerechte Strafe wird er schon bekommen in Jenseits, weil auf dieser Welt ist keine Strafe, die passend für solche Sachen. Bis zum Mai 2010 sollen die Richter den Fall nun prüfen und dann die gerechte Strafe finden. Das Verfahren zieht sich auf jeden Fall hin, wegen Demjanjuks schlechten Zustands. Der Sachverständige hat auch heute vor Beginn der Hauptverhandlung nochmal mit dem Angeklagten gesprochen. Und er hält ihn für verhandlungsfähig für etwa 2x90 Minuten täglich mit einer Pause. John Demjanjuk will sich in dem Verfahren nicht äußern. Seine Anwälte stellen erst einmal einen Antrag auf Befangenheit des Gerichts. Demjanjuk, so sagen sie, sei aus den USA nach Deutschland zwangsdeportiert worden.